Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute, glaube ich, zu Recht eigentlich den ganzen Tag dieses Mindestlohnthema, weil es bewegt. Und vielleicht sind die Sichtweisen verschiedene. Vielleicht denkt eine SPD eher aus Sicht der industriellen Arbeitnehmerschaft und dergleichen mehr und sieht eben hier einfach die ganze Situation leichter zu regeln. Wir Freien Wähler kommen ja sehr stark aus dem mittelständischen Milieu, haben sehr viele Landwirte und so weiter in unseren Reihen. Und dort schlägt eben diese Thematik ganz anders auf. Und es kann doch schlichtweg nicht ernst sein, meine Damen und Herren. Es kann doch nicht ernst sein, wenn in einem bäuerlichen Familienbetrieb eine Dokumentation geführt werden muss, wo der mithelfende Sohn mit 25 Jahren meinetwegen aufschreibt, wann er in der Früh zu arbeiten beginnt, meinetwegen um 6 oder 7 Uhr, und nach 10 Stunden müsste der die Gabel oder die Schaufel fallen lassen. Es ist 16 Uhr Nachmittag. Und dann geht die Ernte los. Dann geht die Ernte los und die dauert bis 22 Uhr. Und dann muss er sagen, lieber Vater, mit 70 Jahren, du bist der Betriebsinhaber, du darfst weiterarbeiten, bis du umfällst. Ich bin dein Angestellter, ich muss nach 10 Stunden aufhören. Ja, das geht in die, das ist Mindestlohn und das ist Arbeitszeitgesetz und genau das muss an der Stelle auch in Frage gestellt werden. Und deshalb stellen wir Freien Wähler zumindest für Familienbetriebe den Mindestlohn in Frage und sagen, dort kann das Ding nicht gelten. Ich kann doch nicht für einen Bauernbuben mitschreiben müssen, wie viel der arbeitet und Nachmittag muss er aufhören und der Vater muss ihm 8,50 Euro zahlen und dafür muss er einen Mietvertrag abschließen, dass er im elterlichen Haus übernachtet und vielleicht das Essen nur gegenrechnen. Meine Damen und Herren, in dieser Situation landen wir. Diese Dinge sind auf dem Tisch. Das können Sie nicht sagen, dass es da überhaupt nicht gelten würde. Das gilt genauso in einem Dorfwirtshaus, wo die Gastwirtsfamilie mit Oma, Opa und Kindern den Hof und das Wirtshaus bewirtschaftet. Die sind mit dieser Thematik jetzt konfrontiert. Ich sage Ihnen ganz klar, wenn wir dieses Ding durchexerzieren, machen wir den Mittelstand völlig platt, weil was war denn immer die Stärke des Mittelstands gerade in Bayern? Dass auch in schwierigen Wirtschaftsphasen mit billigem eigenem Personal Durststrecken überbrücken konnte. Wenn jetzt auch der Bauernhof und der Dorfwirt und der Metzger seiner Frau und seinen Kindern die 8,50 Euro zahlen muss, dann ist der pleite. Also ganz klar, Botschaft, diese Mindestlohnthematik, die wird zum Todesstoß für den Mittelstand. Ich appelliere an Sie, bitte hauen Sie hier die Bremse rein, stoppen Sie das Ding. Familienbetriebe dürfen von dieser Thematik in keinster Form betroffen werden, sonst können wir die Wirtschaft hier in Bayern zusperren, das sage ich ganz klar. Kollege Aiwanger, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Am Ende, in ein paar Jawohl, Minuten, danke. Ich habe eh nicht mehr lang. Meine Damen und Herren, und vor diesem Hintergrund appelliere ich nochmal an die CSU, diesen Fehler zu erkennen und zu sagen, okay, dieser Tausch gegen die Maut war wohl ein Blödsinn. Und wenn der Herr Seehofer vor der Koalition gesagt hat, bevor hier der Vertrag unterschrieben worden ist, er wird den Koalitionsvertrag nur dann unterschreiben, wenn die Maut drinsteht, dann ist eben die hineingewürgt worden. Und im Gegenzug hat er hier gesagt, dann stimmen wir dem Mindestlohn zu und schauen wir nicht genau hin. Drohen Sie hier wieder mit Koalitionsbruch und ich empfehle Ihnen sogar, ziehen Sie es durch, weil dort mit dabei zu sitzen, das können Sie sich sparen. Bitte Ihre Frage jetzt. Also noch verteile ich das Wort, Herr Aiwanger. Also, jetzt hat der Kollege Roos die Freischaltung seines Mikrofons. Werte Frau Präsidentin, der Kollege Aiwanger hat halt so viele Funktionen, dass er da hin und wieder durcheinander kommt. Und demgemäß hat er da über seine Kompetenz etwas hinausgeschossen. Genauso wie er über das hinausschießt, was Thematik ist. Wenn Sie hier den Todesstoß für den Mittelstand, für bäuerliche oder Handwerkerbetriebe an die Wand malen, lieber Kollege, lieber Hubert, dann ist das nicht nur überzogen, das ist abstrus, das ist abartig, das ist wirklich und das ist abartig und das ist ein Affront gegenüber dem Können, gegenüber der Kompetenz von Unternehmen, egal ob sie bäuerlich, gewerblich, industriell oder sonst was sind, die können das, trauen Sie ihnen mehr zu. Und deswegen die Frage, haben Sie jetzt ernstlich die Absicht, in den nächsten
Plenumssitzungen und auch in den Ausschusssitzungen immer wieder einen dieser unsäglichen Anträge einzubringen. Mit Sicherheit, da können Sie da auch wunderbar. Wetten. Wunderbar. Da würde ich mich gerne exkulpieren, weil das geht langsam an mein Nervenkostüm. Danke. Das ist Ziel der Übung. Das ist Ziel der Übung, Sie hier weich zu klopfen und Ihren Kollegen in Berlin zu sagen, genauso wie ich hoffe, dass diese Seite es tut, Ihnen zu sagen, dass es in der wirtschaftlichen Lebensrealität vor Ort massiv aufschlägt. Zu mir kommen die Mittelständler. Zu mir kommen die Landwirte und sagen, das kann doch nicht euer Ernst sein, das ist doch Spaß. So ist die DDR in Grund und Boden gewirtschaftet worden und so werden wir die Bundesrepublik in Grund und Boden wirtschaften. Wenn der Landwirt Mindestlohn zahlen muss, bitte doch wenn, etwas um Ruhe. Wenn der Bauernsohn noch 8 oder 10 Stunden die Schaufel fallen lassen muss, dann haben wir in 10 Jahren nur noch Großbetriebe, die einem Investor gehören, wo die Mitglieder bei der Gewerkschaft organisiert werden müssen, damit sie noch was zum Essen kriegen. Da wollen sie scheinbar hin, damit sie in das mittelständische Klientel reinkommen. Dankeschön.